Und das Thema möchten wir selbstverständlich auch heute vertiefen. Bei uns im Studio General AD Roland Carter. Einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wir haben es gerade gehört. Jetzt sagt Präsident Zelensky, dass er die Information hat, Warschau sei bereit zur Lieferung von Leopard-Panzern. Und Polen hat ja gestern selbst schon sich ins Spiel gebracht und gesagt, es könnte ja eine Panzerallianz geben, um Leopard zu liefern. Wie schätzen Sie das ein? Geht da jetzt ein Druck auch auf die anderen NATO-Partner aus? Und könnte dieser Schritt überhaupt folgen ohne eine richtige Absprache? Also ich gehe mal davon aus, dass diese Absprache derzeit zurzeit ganz intensiv stattfindet. Vielleicht auch in Vorbereitung des nächsten Rüstungsgipfels dort in Ramstein. Also ich denke, nachdem die Allianz jetzt ja Schützenpanzer zugesagt hat, die im März geliefert werden sollen, wäre es nur folgerichtig und im Grunde genommen militärisch zwingend, nun auch Panzer zu liefern. Aber natürlich macht es auch aus meiner Sicht Sinn, das Ganze abzustimmen. Und es muss deswegen abgestimmt werden, weil sowohl Schützenpanzer nicht gleich Schützenpanzer ist. Da haben wir nun sogar optisch drei verschiedene, mit drei verschiedenen Munitionen und drei verschiedenen Ersatzteilpaketen auch. Bei Leopard sehen sie fast alle gleich aus, sind es aber nicht. Und deswegen muss das sehr sorgfältig abgestimmt werden unter den Nationen, wer liefert wenn was. Denn da muss unter Umständen nachgesteuert werden. Elektronik muss nachgesteuert werden. Es muss eine Absprache darüber geben, wer liefert welche Munition, wer liefert welche Ersatzteile, wo bilden wir einen Ersatzteilstützpunkt und wo setzen wir kaputte Leoparden dann instand. Ich gehe aber davon aus, dass irgendwann diese Entscheidung fällt, einfach weil sie für die ukrainische Planung im Frühjahr zwingend ist, sonst brauchen wir mit der Offensive gar nicht anzufangen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.